back from reality. So, Moment. Mein Gott. Kam wir daher? Ich hab grad vergessen, wo ich herkam. Doch, ich kam von da, oder? Oder? Ich kam von hier. Right? Okay. Nee, doch, ja? Nee, doch, also ja, doch. Doch. Wir müssen hier lang. Vater! Glaube ich. Der Schild, ja. Die Mutter, die gab. Sohn! Er hat ihn beschädigt, aber jetzt. Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Ah ja, stimmt. Wir wurden ja gerade, ich sag mal, nett und freundlich drauf hingewiesen. Komm, dass wir hier können wir rein. Ja. Neue Wissenschaftsrolle. Der aschfahle Gott. Es ist die Schuld des aschfahlen Gottes. Sie hat es uns gesagt. Die Hexe. Sie sagte, der aschfahle Gott habe Baldur ermordet und dadurch Fimbulwinter ausgelöst. Sie sagte, wenn der Gott stürbe, würde Fimbulwinter enden. Keine Dunkelheit mehr. Keine Kälte mehr. Kein Ragnarök. Uns ist vor einer Woche das Essen ausgegangen. Egal, wir werden uns bald an Götterfleisch laben. Oh, das ist gar nicht mal so gut. Da versucht uns gleich jemand zu essen, habe ich so den Eindruck. Okay. Wild. Das ist ja nicht so schön. Das war das so. Okay, nevermind. Okay, let's go. Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft. Und die rechte Tafel, ihr Schicksal? Ja, wir fanden nee, viele. Kein Ego, ich hab sie gesehen. Ausnahmsweise heute mal kein Ego. Kann ich dich töten? Warum kann ich hier runtergehen? Hier ist ja nichts. Okay. Ist das nicht, nee, Plexherr? Du verarscht mich gerade, Maxon. Wow. Danke für nix, ey. Einfach danke für nix. Oha! Das sieht voll geil aus. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. Kiste. Hallo, still. Ich muss kurz darüber nachdenken, wie ich zu meiner Kiste komme. Kiste. Kisten sind wichtig und richtig. Käfer. Ja! Geil. Looten und leveln. Looten Woher und leveln. Weißt du immer, wie man die findet? Naja, ich mach die Augen auf. Und ja. Ja, ungefähr so, Melvick, genau das. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zermürbt einfach alles. Selbst Stein. Junge, schweig, die Kiste ist wichtig. Ja. Das ist echt. Ja. Achso, falsches Ding. Hat sich
sich etwas bewegt da rechts? Ach so, ja, vielleicht soll... Ja, never mind. Das sollte helfen. Na also, los! Tut mir leid, Wuff. Oh Mann, ich vermisse unsere Wuffis jetzt schon, ne? Das war nicht so schön. Schau zu. Oh, das ist neu. Das dachten sich die Entwickler auch. Kommt mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Ach, wirklich? Mein Gott, alter Mimir. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreiner erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skjöll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skjöll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft? Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher, irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hati hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir... Kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte! Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Ja? Juli, tatsächlich hat er das ja vorher auch gemacht. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, naja, fast es ist alles. Ein Spiel, Markson, ne? Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also... Bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, wir. Was...
Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? So, warte mal, ich suche gerade mal. Oh. Bestarium. Ah, hier sind wir. Okay, Hel Räuber, Hel Speer. Das sah krass aus, Freund. Das fand ich sehr, sehr cool. Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Der Boden sieht hier rissig aus. Das ist eine Abkürzung. Ich will die Kiste. Hier sieht rissig aus. Kann ich das eventuell auseinanderklabustern hier? Ich grad doof? Ja, ich verstehe gerade nicht meinen Auftrag. So, das macht es irgendwie ein bisschen schwierig, ne? Ich würde gern die Kiste haben. Aber ich glaube halt, dass ich dafür irgendwie das hier lösen muss. Kann ich nicht einfach der Axt hinterherfliegen? Und Sisyphos, by the way, Dankeschön für den Flöh. Vielen, vielen Dank für den Support. Willkommen bei dem Metal Talk. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ha. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig, sag ich mal. Hat irgendwer eine Idee, Chat? Anyone here? So. Ja, den Gedanken hatte ich auch. Oh, ich glaube, das da oben, maybe. Wartet mal kurz, wir gehen mal eben fix hier hoch.
Was ist da wohl drunter? Ah, wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich! Excuse me, das war aber gerade auch schon wieder ein Also ich bin ja schon ein bisschen drüber, ne? Aber Kratos ist halt so, ich mal over 9000, so, ne? Das möchte ich nur mal ganz kurz festhalten, Chat, ne? Just say, weil ihr immer sagt, ich bin so dolle. Vielleicht auch einfach so. Ja, ja. Okay. Kiste. Ah, geil. Noch eine. Hm. Geil. Ich liebe es, wenn er Kisten aufmacht, ne? Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich glaube, habe ich noch ein Gurkenglas? Ich glaube, Männer muss nachher einen Gurkengläser öffnen. Ich weiß auch nicht so genau. Schwierig. So, vielleicht soll ich auch mein Ding wieder mitnehmen. So, mal wieder. Ha. Ich werde mal später dann zur Arbeit. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Inti, ich hoffe, du hast eine ruhige Schicht. Vielen, vielen Dank, dass du so lange dabei warst. Danke, danke, danke schön. Und vielen Dank fürs Zusehen. Das war super, super nice. Dankeschön. Ich wünsche dir auch noch einen ruhigen Abend. Und lass dich nicht ärgern. Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Oh, das ganze, dieses ganze Sohn- und Vaterverhältnis ist einfach wieder so im Eimer, was wir im letzten Teil so aufgebaut haben. Das ist gerade eigentlich echt traurig, tatsächlich, muss man sagen. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Alter, ich spiel God of War. Wenn hier keine Gefahr ist, dann wäre ich das falsche Spiel. Das Spiel. Bist du Thors kleiner Bruder oder? Okay, er ist halt wirklich ein Boss. Hoppala. Das war jetzt schon ein bisschen unangenehm. Das sah wirklich ein bisschen unangenehm aus. Das ist Chiropraktiker-Level gewesen, Chat. Das war, tatsächlich hatten Kratos und sein Sohn im letzten Spiel am Ende eigentlich fast schon sowas wie eine familiäre Beziehung zueinander. Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. Du warst auch mal so. In meiner Jugend lernten wir... Meanwhile hat Kratos in seiner Jugend einfach die ganze Zeit nur Leute verprügelt. Rosan. Und das wünschst du dir für ihn? Stimmt, er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Ich bin Kratos und ich habe immer schlechte Laune. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Ugh!
Aber wieso? Er hatte doch auch ein paar nette Jahre so, ne? Also, puh, ne? Klingt so böse, man muss ja auch nicht direkt immer sich mit allem anlegen. Kratos, hier drüben! Ich möchte jetzt aber doch noch diese beschissene Kiste hier. Ach, wir sind hinter dem Haus. Er wollte sein Leben. Ja, aber irgendwie hat das nicht so gut funktioniert, du, ne? Also. Hoppla. Sentry! So, ich hier stehe. Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also. Wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind doch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Unsere Wurfs, lassen wir jetzt etwa unsere Wurfs zurück? Geht's noch? Was? Was wollen wir wieder auf diesem Weg? Sindri wartet am Tor zurück nach Hause. Weißt du noch? Svartalfheim. Ich wollte noch meine Kiste holen. Tschüss, Becky. Tschüss, Wanna. Tschüss, ihr beiden süßen Mäusis. Ich werde euch vermissen. Ist voll traurig, dass wir unsere Wuffis zurücklassen. Ich will kurz mal darüber reden. Tschüss, Fenrir. Wenn wir seine Frau bleiben, ja, aber. Nach euch, meine Freunde. Wenn ich jetzt wieder gewesen bin, wow, schieß nur wow. Ah, bist du frech? Wo kann das sein? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, schön. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Guck mal, wie schön das aussieht. Ich weine. Oha. Hallo Sodanax. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich höre immer noch auf Fuchruhr. Kommt rein. Kommt rein. Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut. Die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. He was a bad, bad boy. Oh mein Gott. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Hallo Nase, das und du kennst deinen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt
so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Was? Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey. Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Melvik, wäre ich auch, wenn ich gerade einfach von Thor und Odin auf die Schnauze bekommen hätte. Also beziehungsweise vor allem von Thor und Thor einfach. Also ich habe vorhin Thor geprügelt. Und da, ja, ach so, Bock, ja, ja, ja. Dankeschön, das freut mich so danach. Ich bin auch froh, dass ich euch alle habe. So, sonst wäre das ja alles nur halb so lustig. Ich glaube, sonst würde ich gar nicht so viel zocken tatsächlich. Sonst wäre das Zocken wäre voll langweilig ohne euch. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Das ist einfach mega geil, Dulli. Ich mag Brock. Brock ist mir sympathisch. Ach, geht schon. Ach ja, ich liebe Brock. Ist er doch. Ja, ein bisschen, ne? Aber ich meine so, ja. Ja, ja. Um einen neuen Schild zu schmieden, drücke, um zu Schildmenü zu gelangen, ja. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. So. Ich weiß, ich gern hier bin, wenn es so... Rüberkommt, freut mich das. Ja, kommt es auf jeden Fall, definitiv. Ich freue mich auch einfach, wenn ihr tatsächlich also nur einschaltet. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Zeigt mir ja auch so ein bisschen, dass ich meinen Job in dem Sinne richtig mache. Hallo, kann ich jetzt. Also, Entschuldigung, ja. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Gott, keine Ahnung, was ich tue. Es ist wunderschön. Das würde echt gut aussehen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Melvik. Ja, ich mag sie total tatsächlich. Also ich bin totaler Fan von dem Bild. Ich dachte mir nur, es würde langsam mal Zeit für ein neues Bild, ne? Also so ein richtiges neues Bild und nicht nur so ein ja, so ein bisschen, ne? Also. Aber ich muss auch bald die Haare nachfärben, ne? Ich bin mittlerweile. Oh, das klingt jetzt so blöd, ne? Aber ich bin momentan einfach richtig zufrieden. Das klingt total bescheuert, ne? Aber momentan bin ich echt mal einfach zufrieden, so. Ich würde auch gerne GOW kaufen, aber dafür eine PS kaufen, ich weiß nicht. Entweder PlayStation 4 Pro, darauf kann man sie, glaube ich, spielen. Ich weiß nicht, ob die PS4 das packt, die normale. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich finde, es lohnt sich so. Natürlich, wenn du sagst, okay, du kannst da in dem Sinne... kannst warten sozusagen, die, weil es wird in ein paar Jahren wahrscheinlich auf den Rechner kommen, so wie ungefähr jedes Game oder fast jedes Game. Aber ist halt jetzt, ich muss halt persönlich sagen, ich hätte nicht so lange warten wollen, muss ich einfach auch ehrlich sein, so. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um, sehe mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Oh, wir haben ganz viel neue Sachen. Das ist wunderschön. Ah, nicht genug Ressourcen. Ich hasse alles. Hast du alles selbst gebaut? Okay. Ein Punkt in meinem Leben schon. Das Schiff-Event. Das freut mich. Dankeschön. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblings-Grobian so ergangen?
Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Geil! Wundervoll, ey. Einfach wundervoll. Einfach mal den. Alter, wir haben ihn gerade einfach was geklaut, ne? Tatsächlich, momentan ist einfach so, viele Dinge funktionieren gerade. Ich weiß aber auch, dass ich hart daran weiterarbeiten muss, um halt dahin zu kommen, wo ich hin will. Aber bis hierhin ist das eigentlich ganz nicey. So, also bis hierhin läuft es actually, glaube ich, ganz okay. So. Das ist alles nur geklaut, eyo, eyo. Das ist alles gar nicht meines. Eyo. Warte, diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Was für Treppen? Hä, das hält mich bestimmt voll gut aus. Ich bitte, hast du mich gerade fett genannt da hinten? Entschuldigung. Was ist da los, ey? Ha, ich wusste doch, dass du Hunger hast. Ja, ich habe actually wirklich Hunger. Actually habe ich wirklich Hunger, tatsächlich. Hey, ja. Sieh mal. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Warum wird mein Kind eigentlich beim Essen aufbewahrt? Okay, was ist gerade eigentlich mein Auftrag? Ich hab's actually vergessen. Null. Weil er Futter ist. Ja, wir könnten auch einfach ihn essen. Ach, da muss ich hin. Okay, never mind. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Ja. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha, das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Jäger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt. Er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht. Ja, dann kann ich gerade auch so richtig gut mit ihm, ey. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Ja, Kratos ist ja auch immer ein bisschen doll, sag ich mal.